Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem es sich mal wieder um mein Speedpedelec handelt, mein Stromer ST1X, mein treuer Begleiter jetzt seit fast 7 Jahren. Und ich habe es ein bisschen fit für den Frühling gemacht jetzt hier. Zum Pendel für die Arbeit, hinten neue Kassette drauf, neue Kette ist drauf, Bremsbeläge habe ich gewechselt. Und wie ich das gemacht habe, das möchte ich euch in diesem kleinen Video zeigen. Ich starte jetzt hier eine kleine Runde, um die Bremsbeläge einzubremsen. Und in der Zeit könnt ihr euch mal eben angucken, wie ich das Ganze hier zusammengebastelt habe und welche Schwierigkeiten ich dabei auch hatte. Super Kleinigkeiten jedenfalls. Ja, und in einem meiner allerersten YouTube-Videos, das ist jetzt schon fast 6 Jahre her, da ging es auch genau um dieses Bike hier, mein Stromer ST1X. Das habe ich nämlich jetzt schon bald 7 Jahre und bin immer noch super mit zufrieden. Das ist ja täglicher Begleiter ist jetzt übertrieben. Ich fahre jetzt nicht so regelmäßig mit dem Speedpedelec zur Arbeit, aber wenn ich mit dem Speedpedelec fahre, dann halt als Rad zum Pendeln für die Arbeit. 20 Kilometer hin, 20 zurück. 40 am Tag, gar kein Problem. Auch noch mit einer Akkuladung, hat ja einen 814 Wattstunden Akku. Darum soll es ja heute gar nicht gehen. Heute jetzt mal hier wieder frisch machen fürs neue Jahr. Letztes Mal habe ich das vor 2 Jahren gemacht, dass ich Kette gewechselt habe. Kassette hinten, das ist schon, ich glaube, das ist erst die zweite überhaupt. Das Rad wird 7. Und ich habe jetzt gar nicht geguckt, großartig auf Abnutzungserscheinung. Ich habe mir gedacht, komm, das sieht so schmuddelig aus. Ich nehme mal ein bisschen näher mit dran jetzt hier. Das wird einfach mal wieder Zeit, ne? Kann nicht schaden, alle paar Jahre, und sind knapp 31.000 Kilometer mit dem Rad gefahren, hier mal die Sachen zu wechseln. Das Stromer hat ja den Motor im Hinterrad, ist ja hier ein Nabenmotor, und der hat 500 Watt und nur 35 Newtonmeter, nur in Anführungsstrichen. Das reicht für einen Hinterradmotor völlig aus. Das sind andere physikalische Verhältnisse, als ob man jetzt einen Mittelmotor hat. Und der Vorteil ist jetzt hier auch Shimano SLX-Schaltung, wird sonst auch im Mountainbike-Bereich verbaut von Shimano, diese Schaltung, dass ich jetzt keine speziellen E-Bike-Komponenten in Bezug auf Kette und Schaltung und sowas brauche, weil die Kräfte ja nicht praktisch an der Kette von der Kurbel aus entstehen. Wenn ich hier vorne den Motor habe, geht die ganze Kraft ja über die Kette nach hinten ans Hinterrad. Und hier entsteht die Kraft ja im Hinterrad, im Motor. Von daher habe ich mir jetzt hier als Kassette praktisch die gleiche geholt, die drauf ist. Die Shimano SLX-Kassette, die CNM 7000, kostet 55 Euro. Dann als Kette eine passende Kette natürlich für die 11-Gang-Schaltung. Ups, mal sicherheitshalber woanders hinlegen hier, dass das jetzt nicht noch runterfällt und direkt eine Macke hat. Das ist eine CNHG 601 Kette, auch wie gesagt eine ganz normale Kette, muss keine E-Bike-Kette sein. Die hat gekostet 25 Euro, macht also 55 und 25 sind dann wohl 80 Euro bisher. Auch mal zur Seite. Und was ich auch noch wechseln werde, sind die Bremsbeläge. Ich habe hier eine ölhydraulische Scheibenbremse von Tektro. Ist auch noch das Original, die Original Bremsflüssigkeit drin. Das Rad hat nie ein Händler gesehen. Außer ich hatte mal einen Unfall, dass die Gabel vorne krumm war, die ist gewechselt worden, weil mir da jemand meinte, die Vorfahrt nehmen zu müssen. Sonst war aber nichts passiert. Die Gabel ist mal gewechselt worden, aber sonst hier wartungstechnisch immer alles selbst gemacht. Und wie gesagt, das Rad wird 7 Jahre alt, 31.000 Kilometer. So viel kann man da auch nicht falsch machen, wenn man da ein bisschen drauf achtet, wie man es einbaut. Bremsbeläge von Tektro jetzt hier, die waren allerdings auch nicht so günstig. 2 Stück 20 Euro, aber die müssen ja auch ordentlich was runterbremsen. Sprich hier die 4 Klötzchen, also hier vorne und hinten 40 Euro. Macht dann zusammen 120 Euro jetzt hier Frühlingsinvestition, damit ich mal wieder, ordentlich hätte ich was gesagt, aber mit einem vernünftigen Antriebsteil jetzt hier Richtung Arbeit morgens fahren kann. Bevor ich jetzt das Hinterrad ausbaue, öffne ich erstmal die Kette. Ich suche mal irgendwo, wo das Kettenschloss ist. Und dann habe ich dafür extra jetzt hier diese Kettenzange. Und wenn es so dreckig ist, dass ich das Kettenschloss nicht finde, dann machen wir es im Kettensprenger auf. Aber ich habe es hier schon gefunden. Muss mal gucken, dass ihr auch sehen könnt, was ich mache hier. Dass ich mir das nicht vor die Kamera stelle. So. Einmal zusammenquetschen, da ist es auf. Und ist natürlich schon ein bisschen eingegammelt, aber ups. Das war's. Das lasse ich nochmal eben so hängen. Sozusagen als Richtlinie für nachher zum Einbauen, dass ich auch wieder weiß, da bin ich nämlich auch schon mal falsch gemacht, warum ich die Kette hier durchführen muss. Also ganz in Anführungsstrichen idiotensicher sind nicht, von daher muss ich mich selbst da ein bisschen disziplinieren, aufzupassen.
Das Hinterrad ist hier ja mit dem Bolzen befestigt, 20 Newtonmeter Drehmoment. Bei Stromer steht auch immer alles schön drauf auf den Schrauben, ist ganz praktisch. Aber bevor ich das Hinterrad jetzt rausnehmen kann, muss ich erstmal die elektrische Verbindung lösen, weil Hinterradmotor ist ja klar, da gehen ja hier Leitungen nach hinten. Die sind hier unten eingeklickst. Einmal die hier für den Motor. So. So einmal und dann hier der Drehmomentsensor. Und da sehe ich schon, dass so ein bisschen löst sich die Isolierung auf. Kann nach 7 Jahren natürlich mal sein hier. Mal gucken, ist jetzt nicht so verdreht hier wieder einbauen nachher. Und dann muss ich mal gucken, dass ich hier die Schraube. Löse. Na. Da ist sie. Und dann Kette ist ja schon los. Habe ich ja extra vorher aufgemacht. Da ist es. Ups, ist mir die Kette doch rausgerutscht. Jetzt kann ich nicht mehr gucken. Ist natürlich auch ordentlich schmutzig, das Ganze hier. Die Gelegenheit auch mal nutzen, hier mit der Bürste durchzugehen. Und auch die Röllchen, wenn die Kette drüber geht, kommt man da ja nie so gut dran. Wenn man hier mal den Dreck runterbekommt. Das sind auch noch die ersten Röllchen. Die habe ich auch noch nie neu gemacht. Das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht gewesen, aber ich schaue erst mal, wie es sich nachher fährt. So, dreckig wird es ja von selbst wieder. Damit ich die alte Kassette hier öffnen kann, gibt es dafür extra hier dieses Kassettenwerkzeug von Shimano, dass man die hier losschrauben kann. Problem ist natürlich, ich muss die nach links losschrauben, kann ich so nicht. Ich muss das hier irgendwie halten. Und dafür gibt es eine Kettenpeitsche, die habe ich aber nicht gefunden heute Morgen. Besitze ich zwar, habe ich nicht gefunden. Darum habe ich mir gedacht, komm, machst du jetzt hier die alte Kette drüber. Zwei Füßen da drauf und hoffen, dass die Crocs das halten. So, da ist er. Ups. Und dann kann man hier ganz einfach die ersten Rädchen, muss mal gucken, ob ihr was sehen könnt, sind hier einzeln drauf. Und dann kann man das Ganze hier runter sammeln. So, und so sieht das Ganze dann ohne Kassette aus. Bevor ich dann jetzt die neue Kassette hier drauf baue, noch wieder ein bisschen sauber machen. Das sind ja Stellen, wo man sonst so nicht drankommt. So. Dann ist hier halt so eine Verriegelung und die Teile sind hier auf diese Halterung drüber geschoben und genau in der gleichen Reihenfolge natürlich bringe ich das Ganze jetzt hier aufs Hinterrad. Aber wir gucken, ob ihr was sehen könnt, dass ich mich nicht genau davor hocke. Und die passen auch nur in einer bestimmten Richtung, einer bestimmten Stelle. Ich muss ein bisschen drehen jetzt hier, bis ich die gefunden habe. So, da ist es. Der wichtigste für mich jetzt hier zum Schluss, der 11. Gang. Und das ist der wichtigste, weil das ja der ist, mit dem ich die meiste Zeit fahre. Ne? Man fährt dann, wenn man voller Unterstützung fährt, dann ja doch halt schnell. Das ist ja der Sinn der Sache, beim Speed Pedelec schnell zur Arbeit zu fahren. Und darum dann meistens im 11. Gang. So, das Ganze noch ein bisschen festziehen. Schau, was drauf? Was steht da drauf? 40 Newtonmeter. Gut, die habe ich im Handgelenk nicht. Aber das hält doch so. Handfest.
wo ich das Hinterrad gerade raus habe, kann ich jetzt auch relativ simpel hier die Bremsklötzchen wechseln. Sonst hätte ich dafür ja den Bremssattel abgenommen. Ist ja einfacher als das ganze Hinterrad ausbauen, aber in dem Fall geht es ja auch so. Also das Schräubchen lösen und dann sollte man die nach oben rausziehen können. Da sind sie auch und schauen wir mal, ja, ist noch was drauf, aber kann jetzt auch nicht schaden. Jedenfalls, wenn wir uns mal den Vergleich angucken, hier sind die neuen, die alten. Ja, ich bremse doch meistens mit der Vorderbremse, da sehen die bestimmt gleich anders aus, die kommen ja auch noch dran. So. Auch das jetzt gerne mal ungeschnitten, dass ihr mal auch da sehen könnt, das ist keine Hexerei, diese Bremsklötzchen hier zu wechseln. Kommt einfach in die Spange rein. Ob die nur so oder so, ist egal. Die haben jetzt keine Bremsrichtung in dem Sinne. Und hier ist die Verriegelungsschraube. Und da gehört eigentlich auch noch ein Splint drüber. Der war jetzt nicht drauf hier. Da muss ich noch mal gucken, dass ich einen finde und mir einen besorge. Das ist ja dann noch sicherer. Und wenn jetzt ein Zweiradmechaniker zuguckt, wird er auch sagen, das ist auch ein Muss wahrscheinlich. Ne? So, Klötzchen sind drinne. Und dann kann ich das Hinterrad wieder einsetzen. Gucken, ist alles da, haben den Bolzen habe ich da. Kette ziehe ich gleich hinterher durch. Dann jetzt gucken, in dem Fall mit den elektrischen Leitungen. Kommen wir hier zu mir. Dass ich jetzt, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber dass ich mit der Bremsscheibe natürlich genau zwischen die Klötzchen komme. So. Den Bolzen stark klar machen. Auf der anderen Seite noch eben ausrichten hier so. Das Ganze wieder festschrauben. Und bei Stromer sind ja hier die Drehmomente angegeben, 20 Newtonmeter. Da waren sie. Jetzt wieder die elektrischen Leitungen hier verbinden. Einmal der Drehmomentsensor. Und der Motor. Jetzt schaue ich noch mal, weil jetzt die Zugleite vom Drehmomentsensor schon so ein bisschen die Isolierung abgerubbelt war, dass es nicht verdreht ist. Ja, bevor ich die neue Kette jetzt montieren kann, muss ich die erstmal auf Länge bringen. Ich habe die jetzt hier mit 138 Elementen, also 138er Länge gekauft, weiß aber, dass die zu lang ist, noch vom letzten Wechseln. Das ist jetzt 2 Jahre her, die Kette habe ich schon mal öfter gewechselt als, hups, als nur als hier die Kassette. Das ist also insgesamt die dritte, die ich abgebaut habe, war die eine, die ich schon mal gewechselt hatte. Und jetzt schaue ich dann halt einfach, dass ich hier die an die andere Kette dran halte, die alte Kette. So, kaum ausgepackt, schon vertüdelt. So ist gut. Und dann schauen wir mal, ne? Denn die Ketten haben ja je nach Fahrradtyp eine andere Länge.
je nachdem wie der Radstand ist, wie der Rahmen ist. Ich auf jeden Fall sehe, dass die Lieder unterschiedlich lang sind. Also die Kette ist schon ordentlich gelenkt worden. Das heißt hier, das wird sein. Und dann gehe ich jetzt mit dem Kettensprenger dran. Ich komme mal ein bisschen entgegen hier. Mit dem Werkzeug hier, mit dem Kettensprenger und presse da diese Niete einfach raus. Dann kann man einfach so durchdrücken und dann hat man das Stückchen hier ab und die Kette sollte jetzt genauso lang sein, wie die alte vorher war. Beziehungsweise ein bisschen kürzer, weil die war ja gelenkt, dass es auch passt. Jetzt muss ich mal gucken, bei den Sachen, die ich weggeschmissen habe, natürlich auch das Kettenschloss dabei. So, also wieder einsammeln, bevor das hier wegfliegt. Schön in den Mülleimer. Da ist er wieder. Und so kriegt das jetzt ja nicht zusammen, von daher Kettenschloss. Hier vorne habe ich jetzt nichts erneuert, aber ein bisschen sauber gemacht habe ich das schon. Mit der Bürste gerade. Und jetzt hier schaue ich mal, ist jetzt spannend, ob ich das direkt hier richtig durchgeführt bekomme oder ob ich es wieder falsch mache. Da habe ich irgendwie Talent für. So. Eigentlich sollte das ja selbsterklärend sein, ne? Wenn man jetzt hier sich konzentriert. Dass die Kette jetzt einmal hier durchkommt. So, beim Kettenspanner. Und dann sinnvollerweise von der anderen Seite, sonst wird der ganze Ding ja keinen Sinn machen. Ich habe auch schön meinen Arm davor, dass ihr nicht sehen könnt, was ich hier mache. Und das ist schon falsch, weil so kann es ja gar nicht funktionieren. Ne? Immer das Gleiche. Ich mache es aus Prinzip erstmal falsch. Aber wie ist denn dann richtig? Ah, das muss nach unten, ne? Das kommt erst in das andere. Ah ja. Das ist immer der gleiche Fehler. Aber auch hier jetzt ungeschnitten. Wenn man das nur alle paar Jahre mal macht. Finde ich, darf das auch mal sein. So. Hier dann halt jetzt die Kettenzange. Ich habe auf den höchsten Gang geschaltet, dann ist die Kette ja auch am längsten. Und jetzt schaue ich mal, dass mir das hier nicht auseinanderfliegt mit der Kettenzange. Der hängt da ja auch nur locker drin. Und dass ihr trotzdem was sehen könnt. Mit dem Kettenschloss hier. Hier jetzt das Kettenschloss. Hat mal was Helles dahinter, dann kann man es, glaube ich, besser sehen. Und ist auch vernünftig eingerastet. Und das hat eine Laufrichtung, da ist ein Pfeil drauf und ich habe es genau falsch rum eingebaut. Tippitoppi. Also das Ganze nochmal auf Anfang. Das habe ich euch mal mit auf Augenhöhe genommen. Also hier ist jetzt angelegt, das Ganze jetzt noch eben verriegeln. Und nochmal die Pappe dahinter, dass wir gucken können. Diesmal läuft der Pfeil auch in die Richtung, die Kette bewegt wird, wenn ich trete. Macht ja auch Sinn. Läuft. Sehr schön. So. Ziehen sich noch ein bisschen. Ich versuche ja auch, dass ihr was sehen könnt. Dann die Sicherungsschraube wieder da durch. So.
im Splint ungefähr richtig festschrauben, warte ich noch. Ich weiß ja noch nicht, ob es jetzt so passt, ob ich es wieder auseinandernehmen muss. Glück gehabt. Erst drauf. Bremssattel wieder festschrauben. Und ich mache das dann so, dass ich die Bremse voll durchziehe und dann praktisch mit dem richtigen Drehmoment bei Bremsen hier mit 8 Newtonmetern das Ganze festziehe. So. Ja, ich hoffe, dass das nicht zu viele von euch die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Was macht der hier? Aber ich wollte ja auch keine fachmännische Anleitung hier geben, sondern einmal zeigen, dass eigentlich jedermann, auch ich, es irgendwie jetzt hingekriegt habe. Und das ist jetzt auch kein sicherheitsrelevantes Risiko, wenn jetzt irgendwie so Kommentare kommen, wenn der Fachhändler hier nicht die Klötzchen reinschiebt. Und wir wissen ja hier von meinem Freund Peter vom Kanal Blackmax, liebe Grüße Peter, da nimmt der Fachhändler ja auch mal gerne 50 Euro für, nur einmal hier. Ich glaube, hinten war es noch teurer als vorne. Die Handlung, diese Klötzchen da reinzubringen. Also da habe ich dann wenig Verständnis für, solche Summen zu bezahlen, für sowas. Von daher mache ich das selber und dann läuft auch wieder hier rund. Und jetzt geht es zum Einbremsen. Es fährt, es bremst. Ich musste nicht mal die Schaltung einstellen. Passt alles noch genauso wie vorher. Von daher scheine ich nicht so ganz viel falsch gemacht zu haben. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das kleine Video gefallen hat, lasst mir auch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn noch nicht, halt auch gerne meinen Kanal abonnieren. Und ich bin mal gespannt. Jetzt hat es, glaube ich, 3 Jahre gedauert. Das letzte Stromer STNX Video zum 10-Jährigen, wenn ich es 10 Jahre habe. Oder falls ich das Rad wirklich mal abgeben muss, beziehungsweise ich werde es ja nicht verkaufen, solange es funktioniert. Also wenn es wirklich mal wirklich nicht mehr funktionieren sollte, dann werde ich auch natürlich ein kleines Video machen. Dann sehen wir mal, wie alt es dann geworden ist. Also, liebe Grüße hier aus dem Münsterland und bis zum nächsten Mal. Euer Swobo. Ciao.